immerhin noch die Kraft der Riesen. Den Wachpriester haben wir auch gleich. Okay. Wenn wir dann nochmal ein bisschen zum Schlüsseldeutsch zurückkommen. Oh. Ja, ich weiß, ich kann es nicht. Aber aus der erfindet, dass ich das ganz gut mache, dann können wir das gerne irgendwann mal wieder wiederholen. Wobei, naja. Wie gesagt, ich behaupte nicht von mir, dass ich es kann. Ich experimentiere gerade ein bisschen. Was hätten wir denn da noch so Schönes zum Experimentieren? Es gibt ein paar Sprachen, die ich halbwegs... also ein paar so Sprachen... Dialekte, die aus Sprachen entstanden sind. Die ich ein bisschen beherrsche. Und dann gibt's die Mehrheit, von denen ich überhaupt nichts beherrsche. Weg mit diesem Stapel, sonst bekomme ich noch das große Schlottern. Die Albträume aus der Hölle können sich auch verschissen. Ja, genau, Rambo-Style vorbeigezogen. Schöne Grüße an The Dark Gamer an dieser Stelle, falls er zuschaut. Bang. Zack. Nächstes. Und wieder. Der nun folgende Dialekt bzw. der nun folgende Sprachton bzw. die nun folgende Betonung des Gesprochenen bezieht sich in keiner Hinsicht auf meine persönliche politische Einstellung. Es dient alles zu Experimentierzwecken dieses Let's Plays bzw. zur Erfahrungsergründung meiner Let's Player technischen Karriere. Und jetzt vermasse ich es garantiert. Wieso kann ich nicht angreifen? Das gibt's doch nicht, hey! Also gut, es ist gerade ein bisschen Zeit vergangen, ich betone es nochmal. Ich finde das jetzt nicht lustig. Überhaupt nicht. Und zwar sowas von überhaupt nicht. Okay, dann betrachtet es als eine kurze Werbepause und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und zwar waren wir... Eigentlich können wir hier auch gleich verkaufen. Und zwar verkaufen wir hier.
jede Menge Zeugs. Was ich vorhin... Okay. Was ich vorhin... eigentlich sagen, beginnen wollte. Dazu komme ich gleich. Ich möchte jetzt nur noch schnell diesen Handel hier hinter mich bringen. Alles Rüstung. Okay, alles andere kann man... Opfern, also Kürs, ja. Nordische Stiefel ist 14, 14, 14. Okay, kann man alles opfern. Nordische Armschienen. Okay, Armschienen sollten wir ganz dringend zusehen, dass wir die wechseln. Da gibt es um Welten Besseres. Tränke brauchen wir eigentlich keine kaufen, oder? Ach, was soll's, holen wir uns ein paar. Jetzt noch schnell zum Altar opfern gehen. Ach so, die Armschiene wollten wir ja noch, genau. Was haben wir hier? Geschicklichkeit und Stärke. Sexualität, Giftigkeit. Da legen wir doch glatt die an. Und der Rest wird geopfert. Irgendwie habe ich immer die Angst, dass ich das Zeug gerade anhabe und es opfere. Aber nein, was ich angelegt habe, kann ich natürlich nicht opfern. Außer es ist die Sekundärwaffe, aber dazu müssen wir dann eben ein bisschen aufpassen bei den Bögen. Wobei unser Bogen... dürfte ja eigentlich auch kein Problem mehr darstellen, denn das ist ein normaler Bogen, den können wir sowieso nicht opfern. Sagt mal Leute, fange ich das Saufen an oder bewegen sich diese Bilder heute zum ersten Mal? Also entweder langsam wird meine Birne mal rot wegen Alice. Oder ich habe keine Ahnung. Ich meine, dass das blitzt und das kennt man ja von den Effekten her. Dass ich hier und da den Gegenstand drehe, ist mir auch klar. Aber dass da das Gift tropft etc., das ist mir neu. Bilde ich mir zumindest ein. Nicht genug Geschicklichkeit, das dachte ich mir fast. Okay, vergeben wir jetzt erstmal den Tor-Talentpunkt. Was haben wir hier? Schaden plus 3% auf C-Sicherheit. Riesenbezwinger, den haben wir noch nicht gelernt. Kraft des Riesen würde dann 32% auf Stärke bringen. Thors macht minimalen zusätzlichen Schaden verursachen. Verheerender Blitzschlag würde... ja... passiv, was haben wir da noch? Erhöht Abwehr um 1%. Immunität gegen...
Das ist spannend, das nehmen wir. Plus 7% auf alle Widerstände gegen Zustandsveränderungen. Klingt nicht schlecht. Und zwecks den Bogen, das wird wieder. So, Portal, ägyptisch. Eingang zum vergessenen Grab. Mich hat es heute ein bisschen auch mit der Stimme. Ich denke, das hört man. Eventuell hört man mich auch hin und wieder heute was trinken. Weil ich habe heute schon einen Zahnarztbesuch hinter mir. Und das war ein bisschen längerfristige Behandlung. Und mein Mund war komplett ausgetrocknet. Kennen ja sich alle vom Zahnarzt, der mit diesem Schlauch absaugt. Und ja, jetzt ist es halt dementsprechend. Aber gut, das soll uns nicht aufhalten. Und jetzt komme ich zu dem, was ich vorher machen wollte. Und ich, Trottel, habe es vergessen. Was ihr jetzt nicht mitbekommen habt. Ursprünglich lief Audacity nebenher. Und jetzt gerade nehme ich nur mit Flaps auf, damit ich nachher beim Zusammenschneiden das Ganze leichter habe. Jetzt ist nur mein Problem, ich weiß nicht mehr, wie lange ich aufnehme. Ich weiß es ungefähr, wann es losgegangen ist, aber das war es dann auch schon. Muss wohl reichen. Und hier waren wir dann wo auch. Gänge im vergessenen Grab. Was ich vorhin beginnen wollte, ich habe ja darauf hingewiesen, dass das in keinster Weise meine politische Einstellung etc. repräsentieren würde. Allerdings möchte ich diese oft... was ist jetzt los? Es ist so still. Vergesst es. Ey, das habe ich gut gemacht. Ich möchte diese... Wieso ist das heute so laut? Ich höre mich doch selbst kaum sprechen. Jetzt habe ich schon ein bisschen angefangen. Während wir in Österreich ja meistens vom Dialekt bzw. der Mundart her weicher sprechen, hat ein Österreicher es ganz besonders geschafft, diese harte und starke Sprache Deutsch zu perfektionieren. Und deswegen habe ich vorhin auch gewarnt, dass das jetzt nicht irgendwie meinen politischen Standpunkt klarlegt oder so. Politisch gesehen verhalte ich mich ziemlich unparteiisch. Das Vernünftigste, was man als Österreicher machen kann. Also das Programm der österreichischen Politik ist ja super. Es ist 1A, was die da machen. Ich weiß nur nicht so genau, was das sein soll. Politik ist es nicht. Komm schon, geh endlich rein, du Skelettfürst. Ich sollte das Spiel in nächster Zeit mal neu installieren. Oder mal prüfen, ob es nicht vielleicht auch irgendwo noch Patches gibt.